Anna und willkommen zum bestechendsten Backformat auf ganz YouTube Deutschland mit der höchsten Kätzchenrate. Kätzchen möchte aber runter. Also lass mich los. Verdammt. Wo wir aber gerade bei süßen Sachen sind, Philipp hat mir was auf TikTok gezeigt, was er entdeckt hat, wo er gesagt hat, das musst du nachmachen. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen heute nämlich süße kleine Blätterteigtiere, so wie diese hier. Da kam bei Philipps Web WhatsApp eine Nachricht. Das sind die Chinesen, die schreiben mir schon. Die Chinesen schreiben ihm schon. So wie dieses hier, wollte ich sagen, machen. Und es gibt, ja, ich weiß, Kätzchen. Ja, ich weiß. Es gibt keine aufgebackene Variante davon. Und ich glaube, die sehen richtig noch, bitte ja, töte mich aus, wenn man die gebacken hat. Aber wir wollen die heute backen. Genau, das ist so ein TikTok Let's Try. Ja. Und vor allen Dingen... Mich gibt's übrigens auf TikTok. Er ist es schuld. Ich wollte das gar nicht. Ich wurde instrumentalisiert. Aber wir sind sehr lustig auf TikTok tatsächlich. Und das ist Philipps Gesicht. Es wurde sich letztes Mal beschwert, ja, dass man es nicht sehen kann. Ich habe ein Gesicht und ich möchte nur kurz dazu sagen, zu dieser Geschichte. Spreche meine Brust! Ja, ich muss dazu sagen, ich habe das gesehen gehabt, diese Falltiere. Und ich finde die Falltechnik so crazy, aber es wird nirgendwo gezeigt, wie sie aussehen. Deswegen. Von daher, es kann von richtig geil zu richtig scheiße werden. Perfekt, oder? So schaut's aus. So. Wenn ihr das Ganze hier supporten möchtet, dann lasst mir doch gerne ein Abonnement auf diesem Kanal da. Das Wort wird immer hässlicher. Und wir starten damit, dass wir ein kleines Blätterteighäschen machen, würde ich vorschlagen. Möchtest du ein Häschen machen? Soll ich dir mal einen echten Hasen zeigen, Philipp? Mama, Hilfe. Hilfe, die Frau macht schon wieder komische Sachen. Ja, los, wir fangen an. Was brauchen wir dafür denn? Blätterteig. Ach, wir starten jetzt damit. Wir haben hier einen Blätterteig. Ihr könnt den natürlich auch selber machen. Wenn ihr keine Hobbys im Leben habt, dann könnt ihr Blätterteig auch selber machen. Ich habe den natürlich gekauft. Ich reagiere nur so aggressiv, weil ich Blätterteig mal selber gemacht habe. Es war ein Fauxpas. Ein Fauxpas. Ein Fauxpas. Ich hasse Fauxpasse. Ich hasse Fauxpasse auch. So ganz widerliche, widerliche Tiere sind das. Die mit dem langen Hals. Ne? Genau. Schwarz, ne? So sehen die nämlich aus. Wir schneiden hier jetzt ein Oval raus. Digga, das sieht aus wie bei diesem einen Film, dessen Name mir nicht einfällt, wo die Aliens in genau so einem Ei auf der Erde landen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie dieser verdammte... Nein, das ist ein guter Film gewesen. Nein, das war ein Film. Da ist eine Trulla, die kann alle Sprachen. Und dann redet die mit den Aliens. Und das ist ein richtig geiler Film. Aber ich habe vergessen, wie der heißt. Der nicht Interstellar. Fauxpas. Wie heißt der denn nochmal? Also, wir ziehen den einmal hier so lang. Und dann rollen wir den einmal von oben. Ohne Scheiß, ihr werdet damit auf jeder Party so richtig krass der Überbringer sein. Der König. Der König. Wie Jochen der Rochen. Wie Jochen der Rochen. Hashtag Nettgeflüster-Ultras. So, irgendwie. So, dann drückt man das hinten so ein bisschen zusammen. Ich sehe, ihr könnt schon das Häschen erkennen. Verdammt nochmal. Sieht ein bisschen aus wie Mirapla. 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 Warte, ich brauche aber was zum Reinstecken. Irgendwie ein Essstäbchen oder so. Das sieht irgendwie nicht aus wie ein Hase. Theoretisch kommen jetzt hier nämlich nur zwei Augen jetzt rein. Der ist doch viel zu groß. Das ist voll der Hase auf LSD, ey. Guck dir den mal an. Ja, und eigentlich war es das. Dann kommt hier was unten noch ein... Den Ohren? Ja, das mache ich jetzt noch. Hier kommt noch ein Mündchen rein. Das ist ein sehr skeptischer Hase. Das funktioniert überhaupt nicht. Was ist das? Das soll eigentlich ganz anders aussehen. Gib dir mal einen Namen. Das ist ein Tierbär. Wie wird das heißen? Kumquat. Du kriegst nicht auf, ne? Nee, ich will jetzt nochmal machen. Ich habe es irgendwie falsch gemacht. Das sieht doch doof aus. So. Aber es sieht jetzt schon ein bisschen... Es sieht irgendwie... Aber es sieht nicht ganz so aus wie so ein... Hasiger? Wie heißt das richtige Wort für ihn? Hasenschmütiger. Das sieht ein bisschen aus wie Watership Down. Warte, ich will was machen. Das sind Googly-Eyes. Das sieht voll süß aus. Ja, das sieht süß aus. Im Vergleich zu Watership Down sieht das also super okay, aus. Das Häschen ist schon mal Kake. Ich will als nächstes mal einen Hund versuchen. Vielleicht klappt der ein bisschen einfacher. Du bist ein Hund. Ich habe jetzt mal einen etwas dickeren Teig genommen. Du bist ein dickerer Teig. Und schneide jetzt mal ein größeres Oval aus. Ich will nämlich so einen Hund hier machen. Also über das Häschen sprechen wir einfach nicht. Aber ich werde die gleich auf jeden Fall auch noch backen. Wollen wir doch mal gucken. Das kann ja eigentlich auch nicht so schwer sein. Ich habe Wally hier. Ich räume auf. Philipp räumt immer hinter Eva. Mir auf. Wally! So, wenn ich das richtig gesehen habe, dann schneidet ihr jetzt quasi von hier, schwupp, einmal da ein und einmal da ein. So. Binde ich mir mal meine Krawatte übrigens. So, so und Sieht aus wie eine verrückte Marie Kondo-Falltechnik für Hosen. Ja, ist echt so. Oh, ich bin sehr dankbar für diese Hose. Und jetzt muss man das irgendwie... Oh Gott, das ist doch falsch. Das kann doch nicht
richtig sein. Du hast einen Chihuahua und du hast Baby Yoda geboren. Baby Yoda. Das klappt nicht. Warum denn nicht? Also, aber warte mal, so glaube ich, oder? Mhm, ja. Sieht das aus wie ein Hund? Wie so ein bisschen, noch? Ne? Ja. Jo, ich habe den Mund irgendwie verkackt. Der Mund geht in die falsche Richtung. Was ist das? Ja, wie heißt dieses Tier denn? Das ist ein vertikaler Schlitzschlucker. So nämlich. Gib's nicht auf, ne? Ich gebe nicht auf. Ich will jetzt noch einen Hund versuchen. So. Lü. Das muss stehen bleiben. Okay, und dann... Hä? Das funktioniert doch nicht. Ein goldener Schnatz. Ach, schön. Klasse. Irgendwie so nach hinten gedrückt. So. Und dann hier so zusammen. Ja, warte doch. Hier ist ein Schnütchen. Guck mal. Alles ist ein Schnütchen. Du bist ein schlechter Mensch. Mhm. Ey, krass. Es ist echt so. Es sah erst falsch aus. Und jetzt es ist alles falsch. Gut, dass ich nicht die Welt erfunden habe. Ja, du hast einen Hasen gemacht. Oh, mach mal die Emma. Mach dir mit dem Faltohren. Oh nein, das ist die Emma. Guck mal, das ist wirklich die Emma. Emma, die Mama hat dich als Teigknödel gemacht. Oh nein. Essen. Bist du ein süßer kleiner Teigklumpen? Und ist das hier auch ein süßer kleiner Teigklumpen? Eins, zwei. Oh, guck mal, so finde ich, geht's voll. Ja, so geht's voll. Okay, wir machen mal das nächste Tier. Okay, wir machen mal mit dem nächsten Tier weiter. Die Hunde sind übrigens aus Mürbeteig. Also es ist nicht alles Blätterteig. Und jetzt Französische Mürbedocken sind das. So, jetzt habe ich einmal einen Kreis ausgeschnitten. Das nächste Tier ist nämlich mit... Wow, sie ist so eine talentierte Bäckerin. Den schneiden wir jetzt von der Seite einmal ein. Und zwar, wie ihr hier in diesem TikTok seht, sieht das natürlich alles arsch einfach aus. Einfach nur einmal so flapp drüber gerollt. Es kann ja eigentlich nicht schwerer sein. Deswegen, starten wir jetzt mal. Tja, wir machen das nicht so schnell. Wir rollen das jetzt einfach einmal. Hä, ist es das schon? Okay, ich habe übrigens den Verdacht, Philipp, wenn ich mir das so angucke. Ich habe die TikToks mir jetzt schon ein paar Mal angeguckt. Alleine wir sind für 500.000. Ja, mindestens. Ich glaube übrigens nicht, dass das Blätterteig ist. Ich glaube, das ist Fondant. Kann sein. Also es sieht halt viel dicker aus als Dings. Aber... Ist ja auch wurscht. Wir machen, das würde erklären, warum es nicht gebacken wurde. Ich glaube, so knusprig gebackener Fondant. Ich freue mich so drauf, dass die Teile, die wir hier machen, aussehen. Ja, aber wenn die gar nicht darauf ausgelegt sind? Ich weiß ja nicht. So, ich habe jetzt hier die kleine Nöff-Nöff-Nase. Schauen Sie. Und das muss so ein bisschen nach hinten. Jo. So ist es doch, oder? So ungefähr. Sieht ein bisschen aus wie IA. Nein, halt in den Mund. So. Und dann kommen theoretisch hier die Nasenlöcher rein. Ich muss das nochmal neu machen. Kugel, dran. Und das so hier drunter irgendwie, ja, das ne? Das hat runtergeklappt ein Stück weit. Aber wo sind denn dann die Augen? Da muss doch hier viel mehr Space sein. Nee, nicht. Das ist jetzt, sieht das aus wie ein Rüsselpfand. So, jetzt ist es die Greta. Schön. Okay. Das sieht ja kolossal komisch aus und ein bisschen seltsam auch. Ich mache das jetzt nochmal mit einem kleinen Kreis. Vielleicht ist der... Ja, vielleicht ist der... Halt safe, bist du richtig hoch. Ja, dann rolle ich jetzt nochmal ganz auf. Sieht es irgendwie besser aus? Nicht so richtig, ne? Ich finde schon, dass es besser aussieht. Eins Nerfy. Guck mal, das sieht auf jeden Fall gut aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Schwein. Komm, wir backen die mal. Oh Gott. So, schaut sie euch doch mal an, bevor sie im Backofen sind. Ich finde, sie sind schon alle sehr speziell schön. Ein bisschen angebrannt. Also, das Häschen war das mit den Googly Eyes. Die sind da. Die könnt ihr da noch so erkennen. Ja, die Häschen sind voll scheiße geworden. Guck dir das mal an. Was ist passiert? Das ist ein Türwursthäschen. So, dann haben wir, was ich persönlich sehr hübsch finde, die Hündchen. Guck mal, das ist Hündchen Nummer 1. Das hat sogar einen Verlauf in den Ohrspitzen. Oh lol, nice. Ja. Naja, okay. Aber das ist Hefeteig. Das habe ich mit Hefeteig gemacht. Aber nice. Und die Emma ist ein richtig süßes kleines Brötchen geworden. Guck mal. Guck mal, die ist ein richtiges, sogar dunkel im Gesicht, wie die echte Emma. Ja, stimmt. Ein richtiges Backbrötchen. So, und die Schweine, also jetzt abgesehen von dem hier, das ist ein bisschen, schwindelig. Das sieht aus wie eine Spinne, die mich angreifen will. Oh ja, stimmt, so rum. Aber guck mal, das ist turbosüß. Das ist ultra. Ey, das ist auch hier mit den Härchen. Das ist richtig gut geworden. Ja, und das hier finde ich auch voll süß. Ja, ey, nice. Da könnte man jetzt theoretisch, wenn man verrückt ist, sogar noch irgendwie eine Füllung reinmachen. Ja, wenn euch diese Tiere hier gefallen, dann falls ihr noch TikToks gefunden habt, wo auch Tiere sind, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, dann machen wir das auch noch. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne ein Däumchen nach oben da lassen und schreiben, wie ihr das fandet.
Und ich würde sagen, wir sehen uns am Donnerstag bei einem neuen Vlog wieder. Und hier habt ihr jetzt noch zwei weitere wundervolle Videos. Und ja, macht's gut. Bis dahin und tschüss.